Hey Leute, warte hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Heute machen wir die epische Herausforderung. Teilnahme bei der epischen Herausforderung ist gratis und für 3 Siege gibt es 3 epische Karten, für 6 Siege gibt es... Ich werde nicht so weit kommen, weil ich bin bei diesen Herausforderungen immer super schlecht. Ich habe die Valkyrien-Herausforderung gestern geschafft oder auch nicht geschafft, könnt ihr euch nochmal angucken. Und ich habe ein bisschen positive Energie daraus gezogen und ich habe gestern einen Pokalrekord aufgestellt von 3621. Da bin ich jetzt auch gerade, beziehungsweise ich habe es gerade eben erst aufgestellt. Denn ich will ehrlich gesagt sehr bald in der legendären Arena sein. Beziehungsweise ich würde gerne da sein, bevor ich Level 11 bin. So, meine Gegner sind jetzt schon größtenteils alle Level 11, warum auch immer. Aber ich würde auch gerne Level 11 sein und wir öffnen mal eine Kronentruhe, bevor wir gleich in die epische Herausforderung jumpen. Wir kriegen 500 mal Gold, wir kriegen 3 Juwelen, wir kriegen 16 mal den Bomber, wir kriegen 7 mal die Rakete, cool, ist hier bald Level 7, wir kriegen 52 mal den Ritter, richtig cool, und wir kriegen eine epische Karte und einen Bowler, bin ich cool mit. Ich wollte heute eigentlich was machen, das habe ich aber schon, ihr kennt die Geschichte, ich mache das morgen. Morgen habe ich keine Ausrede mehr, morgen passiert was Krasses. Es ist nicht so überkrass, ist eher so nett. Morgen passiert was Nettes für euch. So, würde ich auf jeden Fall einschalten. Gratis Teilnehmer, jumpen wir mal rein. Okay, was ist das denn für eine Herausforderung? Go, jumpen wir rein. Ich hab Bock auf Meilensteine. So. Ich bin mit dem Deck, was ich auch normalerweise habe. Ist vielleicht gar nicht so stark. Vielleicht mache ich mir gleich mal ein schönes... Oh, nee. Nee. Stepp bitte. Vielleicht mache ich mir gleich mal ein schönes Arena-Deck, dass wir da schon ein bisschen kämpfen können. Ansonsten spielt er jetzt wahrscheinlich gleich eine Skelettarmee in 3, 2, 1. Skelettarmee. Kobaltgang, ist auch gut. Ist auch gut. Pushe ich damit nach? Ich will nachpushen. Okay, hätte ich nicht machen sollen. Kriegen wir wenigstens 3 Hiebe durch. Ich will 3 Hiebe sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alter, du Monster. Der Holzfäller ist so ein Monster. Heftig. Okay, hau bitte noch was raus. Hau bitte noch was raus, ansonsten... Oh, ja. Danke. Oh, den hätte ich nicht setzen sollen. Der war dumm. Dieser Megalakai hier ist sehr dumm. Ja, ich werde mit dieser Challenge nicht weit kommen, weil ich verkacke diese Challenges meist sehr oft. Das tut mir ein bisschen weh, immer da schlecht zu spielen. Aber es geht nicht anders, weil ich halt schlecht bin. So, lass mal die Prinzess mal ein bisschen ran. Das will echt... Ich würde die Prinzess gerne töten, ohne viel XP auszugeben. Deswegen machen wir es mal so. Haben wir eine Defensive und wir machen die kaputt. Dankeschön, dass du es nicht weggeblitzt hast. Ansonsten hätte ich sehr viel XP ausgeben müssen. Die Sperrkobolde sind übrigens mega nice. Ich liebe diese Karte. Ich liebe diese Karte wirklich. Die macht so viel Schaden immer. Der wird voll unterschätzt, der Schaden, den die macht. Oh, du setzt Gift ein, aber ein bisschen doof. Das ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich. Das mal den Magier hinten, weil ich glaube, du willst in die Superbahn setzen. Oh nein, du willst sowas machen. Machen wir es dann so. Ich hoffe, es klappt. Ja. Ja, so halb. Eher so mittelgut geklappt. War jetzt eher so mittelgut. Ich denke, der wird hier die Superbahn gleich spielen. Jetzt, als Counter. Ich fühle das. Ja. Ich setze aber den Pekka als Counter und... Fumm, er ist da. Perfekter Counter gegen die Superbahn. Ist der Pekka. Wirklich, der Pekka ist so ein brutaler Counter. So, er setzt gleich dann wahrscheinlich wieder die Kobold-Gang. Aber ich habe den Magier am Start, der das schön wegfeuerballt. Und wenn er jetzt noch irgendwas setzt, dann würde ich sehr gerne... Nee, dann machen wir es so. So, kriegst du noch einen Schuss? Nein, okay. Er ist jetzt aber in Blitzreichweite, das heißt, ich muss nur überleben und einen Blitz abfeuern. Aber er hat immer dieses schöne Kombo... Oh. Machen wir es so. Oh, das ist gerade nicht so gut. Das ist gerade nicht so gut. Okay. Das ging jetzt klar, aber wir dürfen nicht in Feuerballreichweite kommen. Ich glaube, er hat einen Feuerball. Ich glaube, wir sind aber nicht in Feuerballreichweite, ne? Ich glaube, wir sind da ganz knapp nicht drin. So, das machen wir so weg. Bezahle ich einiges hier mehr als er ausgegeben hat. So, ah, er hat Gift. Genau, er hat keinen Feuerball, er hat Gift. Aber ich glaube, das reicht nicht, um mich zu töten. Ich glaube wirklich, das reicht nicht. Oder? Es wird irgendwann vorher... Nein. Oh, greif vorne an. Oh Gott. Ja. Oh, war das knapp. Ich habe gerade kurz, glaube ich, die Luft angehalten und nichts gesagt. Okay, es war mega knapp. Wir haben aber einen Sieg. Wie weit seid ihr denn so bei dieser Herausforderung gekommen? Habt ihr das schon geschafft? Habt ihr es nicht geschafft? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie weit ihr so seid. Ich höre gerne so zu, was ihr so geschafft habt. Zum Beispiel Killer schafft vielleicht 9 Siege, schreibt ihr. Also bei ihnen läuft es auf jeden Fall. Wie läuft es bei euch? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich will nur 3 Siege. 9 ist mir egal. 9 ist mir wirklich voll egal. Ich will nur irgendwas reißen. 3 reicht mir schon. Ich habe eine gute Hand. Zumindest offensiv habe ich eine gute Hand. Wenn er jetzt gleich Elisabeth setzt, wäre es kacke. Es wäre nicht mehr kacke. Konnte ich abwehren. Alles gut. Okay, setzt einen Bowler. Ist cool. Ist der Megalakai super stark gegen.
Cool, okay, was haben wir denn noch? Den Magier. Jetzt bitte irgendein kleines Viech oder so. Das würde ich sehr, sehr löblich finden, wenn du jetzt irgendein kleines Mistviech setzen würdest, irgendwo. Jetzt bitte. Ja, danke. Cool. Cool, er ist tot. Okay. Ja, okay, er hat Spiegel. Er hat Spiegel. Aber ich glaube, wir kriegen trotzdem jetzt gut Schaden rein. Ich hätte lieber... Oh. Kannst du ihn noch kaputt machen? Danke, Holzfäller, kommt ein Turm. Der kommt ein Turm. 1000%. 1000%. Der Turm hat noch 1000 Leben, wenn er... Nee, ich glaube, der macht den Turm down. Ich glaube, der macht den Turm down. Ich glaube, ja. Ja. Fast. Der Holzfäller ist so geil. Der ist so geil, ey. Ich war so ein bisschen skeptisch, mal natürlich. Ich dachte, ja, okay. Aber der ist so gut. Der ist so gut. Ich liebe diese Karte. Okay. Setzen wir jetzt auch weiter hinten. Der Graf ist tatsächlich ein super guter Counter gegen den Ofen, ist mir aufgefallen. Weil Skelette immer einen guten Rhythmus laufen dagegen. Also ist wirklich ein guter Rhythmus. Warum pushe ich da jetzt eigentlich? Ich hätte es einfach wegblitzen können. Ich glaube, ich blitze es weg, wenn der Bowler da auch ist. Oder warte ich noch? Dann gehe ich auf 3 Kronen, wenn ich das mache. Ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem. Bye, bye. Bum, bum, bum. Okay. Gut. Das knallen wir weg, obwohl der Knall die nicht tötet. Dann machen wir es jetzt so. Unangenehm, unangenehm. Unangenehm. So. Okay, machen wir es jetzt so. 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 Ich verteidige jetzt, glaube ich, nur noch. Es sei denn, ich habe wirklich eine gute Chance für einen Push, dann würde ich natürlich pushen. Zum Beispiel jetzt eventuell. Er hat, glaube ich, Skelett. Ich weiß nicht, ob er das Skelett noch im Start hat. Ich will aber ehrlich gesagt gar nicht so viel offensiv jetzt machen. Ich glaube, wenn wir es nur verteidigen. Mit dem Magier jetzt zum Beispiel. Dann ist alles gut. Magier, bitte mach dein Ding, mach dein Ding. Wow, das ist so gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich das noch oft aushalte. Oh, er haut eine Rakete raus. Okay. Ich weiß ein bisschen überfordert, was er macht. Deswegen pushe ich jetzt links. Ich habe, glaube ich, 2 Elixier überlaufen lassen. Was nicht optimal ist. Ist nicht der optimale Move gewesen. Aber er verteidigt jetzt. Cool. Machen wir es so, so. Und halt natürlich wieder den Blitz bereit. Klappt, klappt, klappt. Oder. Ja, das ist jetzt doof. Das ist einfach doof. Ach, ich Idiot. Wieso lasse ich mich baiten? Okay, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Au, tötet das mich? Nein, nein, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich lebe noch, ich lebe noch. Er hat sich verschätzt. Er hat sich verschätzt um 17 HP. Okay. Okay, du hättest das Kobalt fast einfach nochmal werfen sollen, Doppels. Okay, ich habe die 3 Siege. Ich habe 3 Siege. Yes, gib mir was Gutes. 3 epische Karten, das ist so mächtig, ey. Auch eine Gratis-Teilnehmer. 3 epische Karten, komm schon. Ah, Ballon. Doof. Das war irgendwie ein Bug. Das war mal auf die 3 Kronen. Und wir haben jetzt 5 Siege. Danke, dass meine Gegner aufgeben. Dankeschön. 6 Siege. Ich weiß nicht, was los ist. Also der Gegner jetzt war auch irgendwie im 2000er Trophäenbereich, glaube ich eher. Bitte den Päcker. Bitte den Päcker. Bitte den Päcker. Bitte den Päcker. Ich kriege auch hier richtig gute Sachen. 6, 6, 6. Komm schon. Päcker, Päcker, Päcker. Ja! Päcker 6 Mal. Yes! Genau das, was ich wollte. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Danke, du bist ein gutes Spiel. Dann habe ich den am Sonntag auf 32. Mega gut. Wir haben jetzt 8 Siege geholt. Wir haben jetzt 8 Siege, noch einen Sieg und wir haben das tatsächlich gewonnen. Wir haben auch 2 Niederlagen, muss man auch dazu sagen. Ich habe es jetzt alles rausgeschnitten, glaube ich. Oder vieles rausgeschnitten. 8 Siege, okay. Ich habe es aber schon mal gesagt, ich hatte zwischendurch so gar keine Spannung. Deswegen habe ich 2 Spiele auch verloren. Also ich war natürlich auch nicht gut in den Spielen. Aber ich hatte so 6 Siege erreicht, habe die Päcker gekriegt. Da dachte ich so, ja, okay, ich habe das, was ich haben wollte, habe ich erreicht. Und dann war ich so, oh, okay, was geht jetzt? Und dann habe ich immer noch ein paar Siege geholt. Jetzt sind wir bei 8 Siegen. Und das kriegen wir dann. Kriegen wir eine seltene Karte. Wir kriegen 4 seltene Karten safe. Come on, wir gewinnen das jetzt. Wir gewinnen jetzt noch einen Sieg. Finale. Wirklich das Finale. Wenn ich jetzt verliere oder gewinne. Let's go. Let's go. Komm schon. Komm schon. Okay. Yo, ich bin richtig on fire jetzt. Ich bin richtig angespannt. Okay. Wenn er kein Flugdeck. Oh nein. Doof, doof, doof. Die waren vom Timing super doof. Aber ich glaube, wir können die auf die andere Seite ziehen. Nein, 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 nein. 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 Oh shit. Wir kassieren so viel Schaden. Und die hauen nur noch ab. Die hauen nur noch ab, die Schweine. Die hauen nur noch ab, die Schweine. Ist mein Turm down? Ist er down? Nein. Ach, doof, ey. Shit. Ja, vor schnellen Lichtübermann Push habe ich immer Angst. Das ist so meine größte Angst, die ich habe, spielerisch. Ah, ja. Kriegst du einen Hieb durch? Ja, danke. Wenigstens einen Hieb durchgekriegt. Das ist halt so böse. Das ist so böse. Okay. Okay.
Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, ich... Das Problem ist aber auch, dass der Grabstein, der war vom Timing her doof und dann die Sperrkobolde waren auch vom Timing so leicht doof. Es war jetzt nicht super scheiße, es war vom Timing so ein bisschen doof immer. Okay, ich hoffe, er weiß nicht, wo er pushen soll. Und das... Ja, okay, er lässt mich... Nein, er knallt weg. Shit. Das wird ein schweres Match. Wir können auch zurückkommen. Wir können auch zurückkommen, definitiv. Definitiv können wir zurückkommen. Aber es wird schwer. Es wird wirklich schwer. Weil das Timing mit den Sperrkobolden, wäre es ein bisschen besser gewesen, denn wenn die sie über mal zur Mitte gelaufen, die hätten niemals den Turm Schaden gemacht. Nicht einen einzigen Schaden hätten die gemacht. Wir können noch zurückkommen. Wir können noch zurückkommen. Aber wir müssen jetzt echt all in gehen. Das können wir noch schaffen. Ärgerlich, Mann. Okay, okay, okay. Das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Er hat halt aber... Ich muss irgendwie rumrotieren. Er hat eine Skelettarmee. Ich muss rumrotieren irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber ich muss irgendwie schneller rumrotieren. Okay, rumrotiert. Okay. Ah, ich hätte einen Magier spielen sollen. Ich hätte den verdammten Magier spielen sollen. Kacke. Ich habe das Spiel am Anfang verloren. Ich habe das Spiel in den ersten 10 Sekunden verloren. Als ich den schnellen Nisobaren Push gespielt hat. Davon habe ich mich nicht mehr erholt. Ey, Mann, ich wollte nur 3 Siege holen. 8 ist das Frustrierendste. 8 ist das Frustrierendste, was man holen kann. Okay, was ist denn drin in der Kiste? 58 Gold. 4-mal Feuergeister. 5-mal der Riese. Dankeschön. 35-mal der Kainorde. Und ein Spiegel. Okay. Ja, okay, ich würde sagen, es war erfolgreich. War auf jeden Fall erfolgreich, Mann. Aber das Finale war halt sehr, sehr ärgerlich. Okay. Wie weit seid ihr so gekommen in der Challenge? Ich hab's ja schon am Anfang gesagt. Schreibt es mal in die Kommentare. 8 Siege ist völlig cool. Ich habe Pekka gekriegt. Ich habe Siege geholt, ich bin damit zufrieden. Okay, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Schaltet auf jeden Fall ein Video morgen ein, da könnt ihr eventuell was kriegen. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao.